hereingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbenklang. Da sind wir wieder hier am 15. des Monats hier im Herbst. Und ihr kennt das ja schon, wir gehen erstmal wieder hier den Wetterbericht, den Wahrsager und die anderen Sendungen hier durch. Mal gucken, was hier Kozu 5 uns so zu sagen hat. Und schau mal, morgen wird es klar und sonnig, sehr schön. Perfektes Wetter für das Sterntautaler Volksfest. Die Festivitäten finden in Pelikan statt. Beginn ist zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. Sei rechtzeitig da. Ja, auf jeden Fall, das werden wir sein. Und was sagt unser Wahrsager hier? Die Geister sind heute etwas genervt. Oh, da haben wir wieder so ein bisschen Pech hier. Und was sagt die tolle Sendung hier, Leben vom Land? Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Hast du schon einen Zapfhahn? Geschickte Sammler wissen, wie man einen baut. Du kannst sie an jegliche Bäume anbringen, die überall wachsen. Ahornbäume produzieren Ahornsirup, Eichenharz und Kiefern bringen Holz her. Sirup ist am wertvollsten, aber alle Baumerzeugnisse haben ihren Nutzen. Ja, das stimmt und das passt auch gerade tatsächlich ganz gut hier zur heutigen Einleitung. Denn wir haben hier ja einiges heute vor. Ich wollte nämlich heute gerne ein bisschen hier bauen und Dinge produzieren. Aber erstmal werden wir jetzt hier gießen. Den Brief lese ich gleich danach. Hier sollen nachher Blumenbeete hinkommen. Mit dem Honig dann. Ein Bibenhaus haben wir ja schon. Das haben wir, glaube ich, gestern aus einer Schatzkiste gezogen. Eigentlich ganz cool. Und die Weintrauben wachsen hier langsam auch ein bisschen. Das ist auch ganz schön. Unsere gemischte Saat wächst hier auch schon. So muss das. Und ich glaube, wir haben richtig viel Gold hier insgesamt schon verdient. Wir hatten, glaube ich, damals mal 10.000 ausgegeben. Ne? Ich glaube, 10.000 waren es, die wir hier am Anfang vom Herbst ausgegeben haben. Wir haben bereits jetzt den dreifachen Wert, 30.000. Das ist schon einiges. Das ist echt einiges. Was wir da bekommen haben. So, dann gießen wir mal eben zu Ende hier. Ich glaube, ich habe das gerade schon zwar zur Hälfte, aber egal. Doppelt hält besser. Das Heu ist auch fertig. Und hier hatten wir auch nochmal irgendwas angepflanzt, ne? Auch eine gemischte Saat. Das können wir auch hier abernten. Dafür brauchen wir aber die Sense. Unsere Sprinkler machen da schon ihre Arbeit. Ja, und ich müsste eigentlich gleich auch nochmal kurz gucken, wann man eigentlich die Bäume pflanzen muss. Nämlich gerne so eine kleine Baumfarm hier drunter. Finde ich ganz nett. Müssen wir nachher mal schauen, ob wir das hinkriegen hier. So, da ist alles gegossen. So viel Gießarbeit. Ich bin froh, wenn wir eine bessere Gießkanne haben. Und ich bin froh, wenn wir dann endlich hier die Sprinkler haben. So, was haben wir denn hier? Ich wollte dich nur an das Stardew Valley Volksfest morgen erinnern. Vergesst nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Levis. Oder Levis. Ich sage immer Levis. Hallo Katze. Und die lässt uns noch hier einen Fisch springen. So ist fein, so muss das sein. So, dann laufen wir mal hier rein. Mal gucken, ob es hier wieder Pilze gibt. In der Tat. Ich glaube, ich würde die diesmal mal behalten. Und ein bisschen sammeln. Dass wir dann da vielleicht nachher noch irgendwas anderes vielleicht herstellen können. Ich würde die, glaube ich, mal hier sammeln. Das Strohzeug, das müssen wir noch mitbringen, ne? Tatsächlich. Das dient als Tierfutter. Das schmeißen wir dann hier rein. Weizen brauchten wir, glaube ich, nochmal 5 Stück tatsächlich. Für
Das Gemeinschaftshaus. Und ich sehe gerade, da habe ich eine Stelle vergessen hier. Jetzt haben wir es. Ja, sieht doch schon mal nach was aus hier, ne? Finde ich, glaube ich, ganz gut. Jetzt müsste ich mal kurz gucken. Können wir das hier nachgucken? Bündeltier, das sind andere Dinge. Handwerker, Nutzpflanzen, Qualität. Da war es nicht drin in der Speisekammer. Schnee, Süßkartoffel und eine Krokus. Das wohl herkriegen, du. Genau, hier müssen wir nämlich noch Kiefertee und all sowas herstellen. Da sollen wahrscheinlich nur Fische sein. Sind jetzt noch nicht die, die wir brauchen. Heizraum. Feuerquarz. Da fragen wir noch, wie wir das herstellen, du. Das ist hier mit Geld gewesen. Schwarzes Brett, war das vielleicht hier? Ach genau. 10 Weizen und 10 Heu tatsächlich. Heu und Weizen. Okay, dann dürfen wir davon auch nicht alles verkaufen. Das verkaufe ich mal. So, das behalte ich noch. Die 9 Stück, die nehmen wir dann nachher dafür. Brauchen wir nachher nur noch eins. Gut, so, dann würde ich sagen, wir bauen heute mal ein bisschen, ne? Was hatte ich denn vor? Ich wollte hier auf jeden Fall noch so eine große Truhe bauen, ne? Holz und Kupfer brauchen wir dafür. Nehmen wir die Baumaterialien einfach gleich hier raus. Das wird schon passen, hoffe ich. Mal gucken. Ach, jetzt habe ich hier beide Steine mit. Naja, nicht so schlimm, glaube ich. Kupfer. Oh Gott, wir haben richtig viel Kupfer. Ist das cool. Ach, den Clay hier noch. Und das war eigentlich alles, ne? So, mal gucken, was wir jetzt hier herstellen können. Wir könnten noch ein paar Qualitätssprinkler herstellen, ne? 4 Stück an der Zahl. Machen wir. Die stellen wir her. Und guck mal, das können wir auch umwandeln. Das ist ja cool. Wusste ich noch gar nicht. Krabbenreuse. Ah, jetzt noch nicht. Würde ich jetzt noch nicht machen. 3 Zapfhähne brauchen wir mindestens. Große Truhe. Was kostet die? Holz und Kupferbarren. So viel Kupfer haben wir gar nicht, ne? Ah, so viel Holz haben wir gar nicht mehr, ne? Nur 300. Aber noch so eine Kiste? Ich glaube, eine Kiste hätte ich gerne auf jeden Fall im Haus. So, ich würde erstmal gucken hier, was wir jetzt hier haben. Also die Kiste. Einmal bitte ins Häuschen rein. Ich weiß nur nicht, wohin. Wir haben keinen Platz dafür, ne? Ich stelle sie mal dahin. Oh ja, die ist groß. Da passt richtig schön was rein. Das ist ja toll. Eigentlich könnten wir sogar die Kisten hier nach und nach ersetzen, ne? Ja, das würde ich, glaube ich, später machen. Die Sprinkler haben wir mittlerweile hier. Könnten wir hier ein bisschen umbauen, ne? Wo müsste der nächste hin? Hier, ne? Könnten die sonst auch hier hinbauen, ne? Dann die hier so zusammenbauen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Warte mal, wenn wir das jetzt hier machen würden, ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das geht. Anderen dann hier. Müsste ich allerdings hier ein bisschen umbauen. So, das muss weg.
Und das hier muss auch weg. Der Weg. Guck mal, das behalten wir. Ach, die, guck mal, die Tore behalten wir, aber der Zaun geht leider kaputt. Das ist schade. Naja. Machen wir hier mal ein bisschen was weg. Bauen wir die Farm mal schön weiter hier. So. Wie kann denn da Steinweg wieder hin? Tore würde ich mal... Hier würde ich wieder eins hinbauen. Und vielleicht hier. Jetzt bräuchten wir links noch einen Zaun. Ich habe da oben noch zwei Zaunteile, ne? Die nehmen wir mal eben mit. Da. Weg können wir, glaube ich, hier lassen. Ja, ich will gleich mal gucken, wie viel Zaun wir brauchen. Das hier Belichtung und so muss ich auch nachher nochmal ändern, ne? Aber das wird zum späteren Zeitpunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zäune brauchen wir, glaube ich. Um den Dreh. Perfekt. Sehr gut. Das ist doch schön. Und jetzt würde ich mal kurz gucken wollen, wie wir die Bäume hier anpflanzen müssen. Wir haben doch hier noch irgendwo auch, genau hier. Die könnten wir auch pflanzen, ne? Wir haben aber ganz, ganz wenig Eicheln nur. Kiefern und Ahorn haben wir. Eicheln haben wir aber nicht so viel. Die Frage, haben wir hier irgendwo Bäume, wo wir diese Zapfhähne anbringen könnten? Hier so ein bisschen schwierig, ne? Und hier muss auch noch irgendwie ein Weg durch, dass man hier sich mal durchschlagen kann. Im Herbst sieht man sehr gut die Unterschiede hier zwischen den Bäumen, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, sind das da oben vielleicht drei verschiedene Bäume? Also, geh mal bitte zur Seite hier. Hier haben wir ja auch Sachen, ne? Man das da vielleicht anpflanzen kann. Oh cool, wieder ein Buch gefunden. Eins, zwei... Da sind schon verschiedene Bäume, ne? Aber ist das hier anderer? Den können wir da nicht anbringen. Schade. Holz den mal weg. Oh cool, eine mysteriöse Kiste. Kommt einfach mal aus dem Baum gefallen. Ach schade, jetzt kriege ich da die Sachen nicht. Eine Kohle, naja. Okay, ich weiß auch nicht, ob da immer die gleichen Sachen wachsen oder nicht. Hier haben wir auch wieder obligatorische Moos. Ich glaube, im Winter würde ich auch mein Haus erweitern. Ich glaube, das würde ich gerne machen. Hier soll auf jeden Fall nachher, glaube ich, der Hühnerstall hin. Würde ich, glaube ich, mal behaupten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie drei so Bäume, wo ich das hier anbringen kann. Wo haben wir sowas? Theoretisch hier, ne? Aber hier die drei haben wir. So, wir machen die mal weg hier. Hier hätten wir drei Arten von Bäumen. Könnten wir theoretisch hier dran schmeißen, ne? So, eins, zwei, drei. Ach, guck mal, die Axt ist auch gut genug. Hier, jetzt hierfür. Ui, acht Hartholz. Das ist ja einiges. Hartholzzaun. Das ist mir zu teuer. Wir bauen einfach mal einen normalen Zaun hier. Dann ist das auch schön zu. Dann haben wir da doch schon mal was geschafft. Ist die Frage, können wir noch irgendwelche Arten von
Laternen oder sowas machen. Ach, guck mal hier, die Ölpresse macht Gourmetöl. Überleg grad, was wir hier noch so bauen könnten. Krabbenreuse. Nochmal 5 Stück irgendwo hin. Wie viel kann ich denn herstellen? 3, 6. Dann haben wir aber auch kein Eisen mehr, ne? Habe ich wieder 5 Stück, die könnte ich dann wieder irgendwo hinschmeißen. Und dann würde ich noch eine normale Kiste bauen, die setzen wir dann daneben. Der Rest kann eigentlich erstmal wieder weg. Schmeißen wir mal wieder ins Inventar hier. Baumaterialien. Die, glaube ich, mal in die helle Kiste packen. Wohl Hartholz ist hier, ne? Wechseln wir das nochmal eben. Hartholz haben wir jetzt auch einiges, aber so Kohle behalte ich. Die beiden Lämpchen hier, die Fackeln behalten wir auch. Und Kupfer und dies, das packen wir hier erstmal hin. Oder bauen wir uns noch so eine Ölmaschine hier? Schleim, Gold und Co., das hätte ich alles. Könnten wir uns vielleicht eher im Winter bauen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, die Kiste lasse ich mal hier. Die Geister sind ja heute eh verstimmt. Dann würde ich morgen andere Sachen mitnehmen. Was haben wir denn hier jetzt? Eine Frucht, eine Blume, Gemüse. 1, 2, 3 haben wir dann. 4, der Fisch. Eine Blume, weitere Früchte. Diamant vielleicht. Ich würde das, glaube ich, morgen dann alles einmal mitnehmen, mehr oder weniger. Und dann mal gucken, was wir damit machen. So, jetzt haben wir auch fast keine Energie mehr hier heute. Und vielleicht hier nochmal kurz gucken, ob wir hier noch. Ah, siehst du mal, eine Wildpflaume haben wir noch gefunden. Ich würde jetzt einmal oben zum Mineneingang hingehen und da auch nochmal die Krabbenreusen auslegen. Haben wir da was drin? Ein Glück mehr hier. Leider, leider nicht. Ach, jetzt bin ich hier oben lang gelaufen, wollte ich gar nicht. Ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar Regenwürmer. Irgendwas Cooles da drin. Ach, hallo Maru. Hallöchen. Hast du die Minen schon erkundet? Ich habe gehört, dass dort einige nützliche Materialien finden. Dass du da einige nützliche Materialien finden kannst. So. Kurz gestolpert hier. Sprachlich, jedenfalls. Und da können wir nochmal Moos herbasteln. 5 Gold wert, immerhin. So, ich würde die gern irgendwo hier oben hinlegen. Aber so, dass man da ordentlich gerade dran kann. Gibt es hier irgendwo. Man das hier machen? 1, 2, 3, 4. Ne. Ist nur 4 bereit. Das ärgert mich dann irgendwie ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hier geht's. Ah, kommen wir da überall gut dran, ich hoffe. Die Kiste würde ich dann mal einstellen. Da würden dann nachher die. Da würden dann nachher die Köder reinkommen. Die brauchen wir ja leider, um die Reusen zu betreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die unbedingt mitnehmen müssen oder ob das eher so nice to have ist. Oh! Zwischensequenz. Mit Abigail! Hallöchen! Was sitzt sie denn hier auf dem Friedhof rum? Friedhof Chiller 490. Was haben wir hier? Du fragst dich sicherlich, warum ich hier zu dieser Stunde am Friedhof bin. Ein bisschen, ja. Also richtig Goff, ne? Ich bin hier, weil es der beste Platz im Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Das stimmt. Gibt in meiner Stadt auch zwei ehemalige jüdische Friedhöfe, die mittlerweile jetzt aber Park sind. Und das ist so wunderschön dort, muss ich sagen. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Abigail, warum bist du noch nicht mit uns in den Minen gewesen hier? Hey, was?
Du denkst, ich sei zu schwach für ein Schwert? Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das ist cool. Entschuldige, ich habe das etwas persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, aber es ist gefährlich. Solltest du dich lieber in Sicherheit bringen? Nein. Nur zur Selbstverteidigung? Nein. Ja, und das ist aufregend. Siehst du? Du verstehst also, warum ich hier draußen bin. Stell mal vor, du gehst abends durch so ein Dorf, steht da so eine Gothic-Frau voll auf dem Friedhof mit einem Schwert und Laternen und übt da ihren Schwertkampf. Buffy lässt grüßen oder Angel oder sowas, ne? Wer die Serie noch kennt. Ich habe mein ganzes Leben lang im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Nehme dich doch mal mit. Wie wäre das denn mal? Abigail? Pierre kommt. Der Vater ganz besorgt. Ja, Vater! Oh mein Gott. Hoch erschrocken. Sag mal, sagt er hier in den Gebüschen rum? Hat uns hier beobachtet oder was? Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Oh Gott, Spießer, Alter. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich sollte also daheim am Kochen sein, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Richtig so. Zeig's ihm, Abigail. Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Vater. Wundert mich auf dem Dorf nicht. Zug und weg. Lass uns hier verschwinden. Und wir gehen. Hey, nimm das Schwert mit. Was nun? Kommst du mit oder nicht? Ich komm mit. Auf jeden komme ich mit. Und lassen Pia einfach da stehen. Komm zurück. Okay, wo sind wir jetzt? Hier wird mein Vater uns nicht finden. Ach, kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt, aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Danke, dass du mir zugehört hast. No. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch hier zu befreien? Sehr cool. Ich stelle mir das gerade so vor, wie die da beiden in so einem kleinen Gebüsch hocken. Ihre Haare sind so komplett in dem Gebüsch mit drin. Muss man sie erstmal befreien hier. Ja, natürlich machen wir das. Natürlich ein Gentleman hier. Das machen wir natürlich. So. Da sind wir wieder. Das war ja gerade eine Überraschung, dass wir hier noch eine Zwischensequenz getriggert haben. Ich glaube, weil wir jetzt einen höheren Freundschaftslevel mit ihr haben, ne? Ich glaube, dann gibt es auch mal irgendwie verschiedene Zwischensequenzen mit den Leuten. Ich glaube, die schläft jetzt wahrscheinlich schon, sonst hätte ich ihr gerne noch den Edelstein noch wieder gegeben. Dann laufen wir jetzt erstmal nach Hause hier. So, wir haben hier ein bisschen Moos und eine Wildpflaume. Die Wildpflaume würde ich einfach mal verkaufen. Und das Moos kommt hier in den passenden Behälter. Das ist der falsche Behälter, das ist der richtige Behälter. Und ja, wir müssen, glaube ich, die Tage mal ein bisschen Holz hacken. Gerade im Winter, wir werden, glaube ich, sehr viel Zeit in der Mine verbringen. Hier auf dem Hof viele Bäume hacken und alles Mögliche. Und wir müssen auf jeden Fall hier auch Kiefern, Zapfen, Eichel und Ahornsamen sammeln. Nicht für Müsli-Riegel, sondern auch zum Anpflanzen. Ne? Ich hätte gerne noch im Westen der Farm nach eine Baumplantage. Also wenn wir jetzt hier mal die Karte angucken. Hier ist ja der See. Also ich hätte hier gerne Felder. Das hier soll alles Felder sein. Oben für die Bienchen am Teich. Hier hätte ich gerne dann für die Tiere die Sachen und das Gewächshaus. Und hier hätte ich vielleicht gerne eine Baumfarm. Mit dem ganzen Zeug dann auch hier mit dem, wie heißen die Dinger nochmal? Zapfhähne. Mit den Zapfhähnen hätte ich das dann gerne.
Aber gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Mal gucken, wie viel Geld wir wieder verdient haben. Haben ja schon über 20.000 Gold hier raus beim Verkauf. Das ist echt einiges. Eine schöne Sache. Weizen, Weintrauben, Mais und Weizen. Sehr schön. Jo, das ist doch mal gut gelaufen hier. Heute ist das Fest. Das heißt, wir müssen heute viel gießen. Aber das machen wir dann morgen in der Folge. Da werden wir hier viel gießen und auch nochmal unsere Sachen raussuchen, was wir da mitnehmen. Neun verschiedene Sachen sollen wir ja mitnehmen für die Präsentation unserer Farm hier. Ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht einen Preis gewinnen oder so. Ja, aber das sehen wir dann morgen in der nächsten Folge. Bleibt dran. Ciao, ciao.